previous episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! He called film Whoa. Little pieces what of the time. Fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Oh, nicht schon wieder der Wecker. Ich hasse dieses Geräusch. Oh, warum mache ich das andauernd? Und damit ein verschlafenes Willkommen zu Let's Play Episode 2 von Life is Strange. Ja, in der letzten Episode haben wir doch einiges richtig gemacht, glaube ich. Und ich hoffe, wir können das Ganze so beibehalten, aber dafür müssten wir jetzt erstmal aufstehen. Ja, morgendliche Dusche ist immer gut. Ah, es ist morgen. Auch im Real Life. Ich bin auch gerade erst. Hello, Zombie Face. This is what happens when you research quantum physics all night. Chloe hat uns da Nachrichten geschrieben. Muss los, Chef, auf zum Frühstück. Ist Mad Max da? Wie gesagt, für dich immer. Keine Emojis. In 40 Minuten im Diner werde da sein. Verspäte dich nicht, oder ich weiß, die Zeit arbeitet gegen dich. Bekiff dich nicht so sehr wie gestern in meinem Zimmer. Auf dem Weg. Du bist fies. 40 Minuten oder sonst. Unsere Mutter hat geschrieben. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber ertränk sie auch nicht. In der letzten ich freue mich gerade wirklich, dass wir Chloe wieder haben. Drink up. It's got electrolytes. Das ist eine Anspielung an irgendwas, aber ich habe vergessen, was. Ich bin echt froh, dass wir einen Menschen wie Chloe haben, der steht Max einfach nahe, als Freundin und als Ansprechpartner. Und ich habe jetzt die Gewissheit, dass Max nicht alleine ist und dass ich somit die Entscheidung auch nicht mehr alleine treffen muss. Dass mir in manchen Situationen Chloe einfach helfen kann. Wir könnten direkt mal ein Selfie machen. No smiling. Take your power seriously. Ach du meine Güte, ja. Okay. Für den ersten Versuch gar nicht mal schlecht, möchte ich meinen. Was sind denn in dieser Episode die Fotos, die wir machen müssen? Okay. Schon wieder dieses Reh. Und die Waffe wird noch eine größere Rolle spielen. Hm. V
Firewalk with me. Okay. Gut. Erstmal Bett machen. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Thanks, Mom. Ja, aber so ein Mensch bin ich auch. Ich will mal sagen, ich bin nicht der ordentlichste Mensch, ne? Aber ich lege schon großes Wert darauf, dass mein Bett ordentlich ist. Großes Wert, habe ich gerade gesagt. Boah, ey. Es ist noch früh, Leute. Nehmt mir das nicht übel. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Oh. Poor thing. Schade. Okay, Freitag war in der letzten Episode in 4 Tagen. Das heißt, es war ein Montag. Ergo ist heute ein Dienstag, also haben wir der Englisch AP, das entfällt. The Language of Photography, Lunch, Science Lab und Media Literacy. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen uns jetzt direkt erstmal duschen. Gitarre spielen können wir später noch, DVDs liegen ja auch noch cool rum bestimmt. Was liegen eigentlich für DVDs? Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Sind das alles Filme über Zeit oder über Zeit zurückdrehen? Dann kann ich dir The Flash empfehlen. Richtig gute Serie. So, wir gehen jetzt aber erstmal duschen. I better not leave without my shower supplies. Oh, ganz vergessen. Hier, ja. Okay, Max, let's hit the showers now. Yeah, Mann. Los geht's. Gordon, seriously, do not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. Nee. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Die hat sogar Leute, die für sie die Hausaufgaben machen. Boah, Alter. Ich hasse diese Person so sehr. Ist das ein... Ich muss gerade echt gucken, was ich sage. Au. Ey. Was soll das denn? Moment. Oh. Ups. So. Kann ich sie warnen? Ja. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Ja, mach das. Kein Ding. Wow, now that was close. Thank you, Max. Hab ich gern gemacht. Gut. Sehr schön. Okay. Was macht er da? Er malt auf Dennis Zimmer. Hey, sie ist am Party machen. Guten Morgen. Hi Dana, how are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Ach, kein Ding. Me too. I know it's good to just talk about this stuff. You're almost psychic. I felt like you knew everything anyway. By the way, nah. The best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. Doch, das awesome, freut mich für dich. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Doch, mach das mal mit Dana, ist korrekt. Don't let me pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Ja. Why the fuck not? Also, mit Dana ist es korrekt, auf jeden Fall. That's the spirit. Und Warren ist auch, wenn Warren mitkommt, ist sowieso alles cool. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Gut. Anti-Baby-Pille, ja gut. Ist klar, dass sie das jetzt nimmt, ne? Er fällt dir dazu nicht ein? Du weißt aber schon, dass sie das nehmen muss, ne? Weil wir haben in der letzten Episode erfahren, dass es auch anders geht. Denn sie war schwanger. Aber wer dazu mehr wissen will, schaut einfach in die letzte Episode. Da ist Juliet und Brooke. Wie geht's euch so? Hey, Brooke. Oh, hi Max. Hast du den Schnee gesehen? Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. Nee. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Nein. Aber später. I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Jo. Und Juliet? Im Übrigen, zu dem Schnee. Ich habe eine Vermutung, woher der kommt, aber dazu kommen wir auf jeden Fall später noch. Hallo, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Was? Warum? Why should I? Because it's fucking hilarious. Church girl gone wild. Kate's not what like that the fuck? You know it. Really? Check her out and tell me what she's like.
Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Kein Ding, aber hör auf mit sowas mit Kate und so. Und Zachary? What about Zachary? Did you let him off the hook? When he acts like a worm, I let him dangle. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Danke. Or pass it on. That's the spirit. Das ist super. Thanks, Juliet. Dankeschön. Sure. Talk to you later. Was für ein Video? Kann ich bei Kate rein? Was ist da passiert? Oh, Falschtaste. Was ist da passiert? Will Bang forgot. Boah. Letzte Episode stand da noch Will Bang for Jesus. Kate is an early bird. She might be up and gone. Okay. Pass auf, wir machen so. Wir gehen jetzt erstmal duschen, dann schaue ich nochmal. Aber ich hoffe echt, was für ein Video ist damit gemeint? Was hat Kate gemacht, was gefilmt wurde? Ich hoffe, es war nichts zu Ernstes, weil doch alle drüber lachen. Gut, Juliet jetzt nicht mehr, aber Victoria gibt's ja auch noch. Kate, zu dir wollte ich. Kate. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. Hab ich gern gemacht. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? Ja, schon irgendwie. By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Ich denke mal. Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? Klar, gerne. I just need to take some notes for class. Sicher. Absolutely. I'll bring it by later. Mach ich gerne. Gut, aber jetzt zuallererst mal ab unter die Shower. Warum zeigen die hier Kate? Was ist jetzt mit ihr? Och ne. School. That's it. That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. Okay. I'm going to be sorry someday. Oh, boohoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like. Ey, Alter, guck mal, ein Spiegel, du hast doch Farbe im Gesicht. And you know he has the good shit. Du weißt, wer das war. Wobei, weißt du nicht, aber. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Du hast bald noch viel mehr Farbe im Gesicht, wenn du so weitermachst. We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate or Max. Ach, jetzt bin ich auch noch dran, oder was? Oh, du kleines Miststück. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Ja, der wird da nicht lange hängen oder stehen. Den mach ich nämlich weg. Hat die einen Schaden, ey. Gibt's doch gar nicht. Okay, Kate ist wohl, denke ich mal, noch duschen. Lassen wir sie. Aber der Link kommt weg. I better get dressed, then go give back. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Mhm. Oh, sorry. Sorry, I forgot. Ganz, hab ich auch vergessen. Entschuldigung. So, komm, holen wir das Buch für Kate. Dieses Video. Ich glaube, das
wird noch eine etwas größere Rolle spielen. Ich will aber auf jeden Fall wissen, wer es gefilmt hat. Und denjenigen dafür zur Rechenschaft ziehen. Ich gebe nicht Kate dafür die Schuld, dass sie jetzt so viel, ich denke, ich nenne es jetzt mal beim Wort, so viel Scheiße am Hals hat. Ist einfach so. Was auch immer Kate gemacht hat, es ist mir eigentlich relativ egal, ob es peinlich ist oder nicht. Ich werde jeden Einzelnen, der versucht, Kate damit irgendwie runterzumachen, versuchen zu finden und ihm das auszureden, weil, ganz ehrlich, jetzt auch gerade wieder die Szene mit Victoria. Die schert es sich einen feuchten Dreck, dass es Kate so kacke geht. Die ist so labil und dann juckt die null. Und allein dafür müsste man Victoria schon steinigen. Oh. Of course she just spilled soda on Kate's book. Ja, Moment. Fix this fast. Ja. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Nee, will ich auch nicht. Pack's mal weg. Be gone, foul soft drink. Ach, wir sollten so. Oh, ich hab's direkt gefunden. Oh, ja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich hier suchen, weil hier das erste, was mir auffiel, aber. Gut, schön, dass wir es gefunden haben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge rüber zu Kate und geben ihr das Buch. Und wir ziehen uns dann auch mal wieder was Vernünftiges an. Bis zur nächsten Folge. Ciao.